Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers mit dem guten Velcroft. Moin! Moin! Ah ja, voll gute Laune. Hey, hör auf, geh wieder aus. Ach, das muss man gar nicht gedrückt halten die ganze Zeit über, was? Nee. Stehe ich gerade fest. So, ich baue jetzt hier mal gerade Extensions an der ganze Geschichte an. Ich schweiß noch mal ein bisschen ab. Oh, ich brauche Stahlplatte. Damit wir hier ich muss außen rumlaufen. Stahlplatte habe ich hier gerade reingeschmissen, glaube ich, ein bisschen. Also wir haben aber noch Stahlplatte. Ja, ja, klar. Ich habe bloß gerade nichts dabei. Wir haben so viele davon. So, kurz den Fahrersitz kann ich ruhig abbauen, ne? Den Flugsitz. Ja, alles runter. Wie gesagt, alles muss aus dem Ding raus. Auf Dauer werden wir nichts behalten dürfen. Nee, ich weiß. Und zwar eigentlich noch innerhalb der nächsten beiden Folgen, weil nehme ich heute nicht auf. Und also wie immer für eine Woche. Sag mal, habe ich einen Wolf gerade gehört? Würde mich nicht wundern. Ich krieg schon wieder ich krieg Paranoia hier in dem Spiel. So. Oh, du kannst, ich auch noch erzählen wollte, Space Engineers lebt ja davon, dass du später dann Maschinen baust, die dir das Bauen erleichtern. Ja. Also, dass du dann baust und dann mit einem Schweißschiff zum Beispiel oben drüber fliegst und das dann halt alles in einem etwas größeren Rahmen fertig wird. Ja, vor allem, dass dir das auch... Oh, verdammt, das ist was runtergefallen. Geht's kaputt dann oder nicht? Mal gucken. Nee, das liegt dann am Boden und kannst es dann auch da unten zersägen. Also wird auch nicht despawnen auf naher Zukunft. Ja, das ist gut. Genau, also du kannst dann später richtige Höllenmaschinen bauen, die dir dann einfach alles erledigen. Du musst dich dann um nicht viel groß kümmern, sondern sagst halt einfach, ich will jetzt das jetzt zum Beispiel machen und dann... fliegst du danach nur mit dem Schiff drüber und lässt es einfach fertig schweißen. Das dauert dann halt was. Ist ja auch gerade für ein Let's Play vielleicht ganz angenehm irgendwo, dass man dann sich um andere Sachen kümmern kann, weißt du? Die Drecksarbeit übernehmen, weißt du? Genau, und wenn du es ganz faul haben möchtest, baust du sogar eine Schweißdrohne, wo du dann irgendwo in deinem Schiff sitzt, ja, und dann halt die Drohne kommandierst und dann da drüber fliegst, damit du dich noch nicht mal bewegen kannst. Wölfe? Ich höre einen Wolf. Was? Bei dir? Ich höre ein Geräusch bei dir oben. Ah, da oben ist er. Steht schon wieder oben drauf. Sorry, Kumpel. Okay, alles klar. Tut mir a little bit leid und so. Wow! Dann muss noch einer sein. Kommst du klar sonst? Ja. Die kommen bloß einfach aus allen Löchern gekrochen. Und die können bei echt übel hoch springen, habe ich gerade festgestellt. Ich war auch ganz überrascht, dass sie überhaupt hier Tiere drin haben. Was? Oh? Meine Anzugenergie ist auf null gekommen. Ja, meine noch nicht, aber ich habe jetzt gerade Licht angehabt. Ich habe die vorher mal aufgeladen. Kann man an der Krankenstation übrigens machen. Also so mal Hinweis für meine Zuschauer, die das alle nicht wissen können. Ah, du hast ja schon angebaut. Okay, alles klar. Ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber nicht viel bisher. Nee, deshalb habe ich gerade auch nochmal Stahl abgebaut, damit wir hier ein bisschen was machen können. Leichte Panzerung ist das Dünnste, ne, was es gibt, ne? Leichte Panzerung ist es absolut, also das ist eigentlich quasi nix, ja. Da stehst du nackig in der Wüste, sozusagen. Ja. So, und jetzt brauchen wir hier drin, ich schaue jetzt mal gerade, was wir hier drin unbedingt brauchen werden. Ach, dazu muss ich noch eine Kleinigkeit dann oben machen. Also, wir brauchen hier drinnen... Aber beim Schweißen muss ich die Taste aber schon gedrückt halten. Ja. Okay. Also ich hab's halt immer so gemacht. Kann auch falsch gewesen sein. Verbessert uns da. Oder mich. So, machen wir das mal. Die Zeitschaltuhr Sauerstofffarm. Ach, das war fürs All. Ah ja. Aber wenn du dann so ein großes Raumschiff bauen willst aus zigtausend Blöcken, dann ist das mit dem Schweißen dauert ja schon dann eine ganze Weile, sag ich mal. Ne? Außer du hast dieses Schweißschiff. Die sind extrem schnell, die Jungs. Also da kannst du an dieses Schweißschiff baust du dir bei Waffen und Werkzeuge im Inventar. Kannst du mir mal eine Rampe bauen? Ich komme nicht mehr hoch hier. Ich habe kein Hydrogen mehr und wir kommen sonst. Ach nee, warte mal, vorne ist ja eine Tür. Lass mal, passt schon. Bei der Tür, ja. Ja, wir haben eine Tür. Wenn du G drückst und Waffen und Werkzeuge dann anklickst, kannst du Schweißgerät auswählen und davon kannst du viele bauen, wie du magst. Du musst die bloß an ein Konveyernetz ranhängen und dann wird aus dem Laderaum vom Schiff wird das Zeug dann rausgenommen. Aha. Ziemlich geil. Cool.
Aber jetzt warte mal, ich wollte doch hier... Stahlplatte. Große Blöcke waren das nicht, oder? Sauerstoffgenerator, da ist er. Ich pack das mal wieder rein. Den wollte ich immer setzen. Geht das nicht auch mit Steuerung, Klick oder Shift? Ah, mit Shift-Klick kann man es einfach rüberpacken, ne? Genau. Mhm. Dann landet es automatisch. Ja, alles klar. Super. Wieder was Neues entdeckt. Mal kurz, das Ding hat da oben auch einen Anschluss. Da haben wir einen. So, jetzt haben wir den Sauerstoffgenerator. Für den Fall, dass man dann auch mal Jump Drive, das ist für uns noch alles viel zu weit. Das Unknown Signal ist wieder da, ne? In 2 Minuten. Ja, das, was macht denn sowas, was macht denn sowas sein? Ich weiß nicht. Wo baut man überhaupt Erze ab? Da gibt's Erze, auch, da muss man, genau, dazu braucht man einen Spot. Also dieser Hydrogen-Tank ist natürlich echt eine Bombe, ne? Das Ding ist riesengroß. Was für ein Spot? Dazu brauchen wir einen Rohstoff-Spot quasi. Ja, genau. Aber die sehen dann... Erkennt man die optisch an irgendetwas? Oder? Die erkennst du, die Dinger. Also die, du wirst die, kriegst die angezeigt, aber ich glaube, irgendwas so mäßig. Wenn man... Ich weiß nicht, als Mensch siehst du das, glaube ich, auch. Wieso? Als, du meinst als Nichtzwerg oder wie ist das gemeint? Ja, du kannst, wenn du, ich glaube, wenn du nah genug dran bist, siehst du die Dinger. Als Mensch siehst du das auch, sprach der Zwerg. So, ich wollte das nur so gesagt haben. Ja. Ich merke schon, er wird differenziert wieder mal. Ja. Oh, ist es schlimm, wenn mein Anzug auf Null ist? Nee, ne? Bei was? Strom. Ah ja, doch, ich kann auch nicht mehr schweißen dann, okay. Krankenstation, ja. Ich kann auch nicht mehr abschweißen dann. Dann okay, alles klar. Da schweißt er ab. Ja. So. Monsignore. Da kannst du ja irgendwie gar nichts mehr machen, ne? Nee, gar nichts. Das ist Ente im Gelände. So, wir brauchen noch einen Conveyor. Förderband. Könnten wir eigentlich hier oben auch nochmal eins setzen. Wo kann ich denn jetzt überhaupt sehen, wie lange wir mit Strom hinkommen? Ich drücke mal auf F. Achso, da. Genau, also gehst einfach auf die Batterie drauf. Batterie, auf die eine. Maximale Abgabe, derzeitige Abgabe, vollständig entladen in 7 Tagen. Okay, warum heißt die überhaupt Batterie 2, wenn es doch unsere erste ist? Weil ich vorhin eine gebaut hatte und dann die andere abreißen musste. Echt jetzt? Deswegen, ja, ich muss die wegmachen. Kann man die umbenennen? Batterie 2. Ja. Ich such's gerade, ich find's nicht. Ich sehe, du musst 2. auf die Batterie drauf gehen, dann ja. Glaube ich, geht das. Nee, so einfach nicht. Unknown Signal ist wieder da. Über uns. 1,9 Kilometer näher kommend. In erster Linie ist ein Wolf neben uns. Was? 2, die schnüffeln hier schon an der Tür. Da kommen über sie bestimmt ist, gleich, die Brüder. Nee, über uns ist nicht das Unknown Signal, das ist hinten. Na, hau ab, Kumpel, ja? Hackengas und so. Holen wir mal schnell die Motoren. Ach, du bist auch da? Okay, dann mache ich mal die Tür auf für uns beide. Für uns beide Klosterschwestern. Ey, wenn das so weitergeht, müssen wir uns echt was überlegen. Warum? Ich finde es ja gut, dass wir uns immer Loot vorbeibringen. Generell stimme ich dir da voll und ganz zu, lieber, weil ich habe bloß irgendwie ein bisschen die Sorge, dass das auch irgendwann mal schief gehen kann. So, nee, ich schaff's nicht, das Ding umzubenennen. Ich kann einmal links Batterie auswählen und einmal oben. Hm. Da kann ich aber nichts reintippen und Rechtsklick umbenennen sich irgendwie auch nicht. Ganz kurz, ich könnte die einer Blockgruppe zuordnen. Kann man das vielleicht gar nicht umbenennen? Ach da! Da steht es noch ein drittes Mal. Okay. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt dann wegreißen kann, ohne dass das alles einstürzt. Das wäre jetzt voll doof. So, ich habe sie jetzt mal umbenannt. Kannst dir ja später mal angucken, wie sie jetzt heißt. Geht sogar. Bin begeistert. Mhm. Was hast du umbenannt? Die Batterie. Ach, den Block. Ja, kannst dir einfach mal angucken. Schau mal. Die einzig wahre Batterie. Ja, genau. Die aber einzig wahre. Ja, so sieht's. Du, ich bin so gespannt, wenn jetzt dann das Licht mal kommt. Also die Sonne müsste ja demnächst aufgehen, weil ich sehe auch gar keinen Mond mehr am Horizont. Nee, ich glaube, es wird auch schon heller. Doch, da hinten ist er. Aber es ist so ein Wüstenplanet, der als Mond da am Himmel hängt, so marsmäßig ist. Und wenn es heller wird, dann sollten unsere Solarplatinen, du siehst ja an den Platinen immer so 3 rote Punkte, ne? Ja. Das heißt, kommt nichts rein.
ist tot. Vorhin war einer grün und wenn volle Sonneneinstrahlung sind, müssen wahrscheinlich alle drei grün oder so. Ja, hier, genau. Die sind aber nach oben gedreht. Die sind aber nach oben gedreht. Genau, also wir könnten jetzt noch mit Rotoren arbeiten und die mit einer Zeitschaltuhr verbinden und dann gegen Sonne ausrichten und solche Gespäße, aber das ist halt jetzt alles noch ein bisschen. Echt jetzt? Und das bringt was? Also ich meine, das funktioniert. Also die Ausrichtung der Solarpaneele auf die Sonne ist entscheidend für deren Produktivität. Okay. Sauerstoffgenerator. Du, ich baue den hier mal ab, ne? Oder? Im Schiff? Ah, ich kann. Ja, ich komme an das Oxygen ran. Ja? Ja, und dann das Eis. Oh, das Eis wäre wichtig, weil ich baue unten gerade das Äquivalent dazu auf. Stahlrohr groß und klein brauchen wir noch. Ich komme doch ran. Geil. Der Trick war, du musst halt, wenn dann auch wirklich direkt an das Gerät, um es rauszunehmen. Ich war vorher an der Cargo-Kiste irgendwie und dann konnte ich unten sehen, dass im Sauerstoffgenerator was drin liegt. Das ging aber nicht. Ich pack das jetzt mal in unseren Cargo-Container, ne? Ja, die Sachen, immer rein die ich das da Zeug. Rausgenommen haben, ne? Der hält ja auch, glaube ich, der hat richtig viel Ladung. Also die können richtig was tragen, die Dinger. Ein großer Cargo-Container ist unermesslicher Reichtum drin, quasi. Ja, der ist jetzt fast. Nee, warte mal, 15.000 Liter von 156.000 Liter. Ja, da geht noch was, ja. Ja, da, und das ist der kleine, ne? Tatsache, verdammt. Ja, okay. Und jetzt kannst du dir ungefähr die Dimensionen vorstellen, wie es demnächst mal abgeht. Warte mal, Stahlrohr groß und klein, hat man nicht noch das mehr Das war auch Stahl? Noch nicht alles an Eis, wir haben ja auch noch mehr Eis. Wir haben ja auch noch mehr Eis. Ah. Es gibt Eis, Baby. Eis, Baby. Genau. Wenn wir dann mit der Base mal so halbwegs rum sind, ja, das kann auch ein bisschen dauern, aber wenn wir es geschafft haben, dann würde ich mich dann auch mal demnächst auf die Rohstoffsuche wagen. Ich flex den jetzt weg, den Sauerstoffgenerator. Welchen? Den hier, den alten. Innen drin? Ja. Ja, in der Base meinst du? Ja. In den Lander, ne? Oh, wir haben auch gerade, ehrlich gesagt, gar keine Möglichkeit mehr. Wir brauchen Eisenbahn. Förderbahn ist nichts drin. Eisenbahn. Ach, ja, wir müssen. Also ich überlege gerade, wie wir es am blödsten hindeichseln. Wir können uns einen Buggy bauen und Erz suchen, oder nicht? Ja, bloß ich habe die Befürchtung, dass es mit dem Buggy auch jetzt schon fast zu spät ist. Also wir bräuchten jetzt. Sie benötigen interne Panzerung. Oh, sorry. Ja, unsere Basis ist sehr groß dafür. Also ich sag mal, wenn ich mir, ich weiß nicht, also gut groß ist sie vielleicht nicht, aber ich habe ja nur dieses eine Tutorial gesehen. Da hat er direkt aus diesem Startraumschiff hat er sich halt einen Buggy gebaut. Das hat halt gereicht, aber das war halt auch nicht viel, ne, was er da hatte dann. Ne? Nee, das ist so ein, ich meine, das ist so ein kleiner Buggy, den kannst du, geht vor, funktionieren tut das auf, ich dazu sagen. Ja, funktioniert hätte es. Es war halt ein einfacher Buggy, aber man hätte damit durch die Gegend fahren können, ne? So ein bisschen düsen und so, das geht alles, ja. Kannst du denn per Hand Erz abbauen? Ja. Wir haben ja einen Bohrer in der Hand. Siehst du? Drei. Ja, okay, dann. Genau. Das Problem an der ganzen Geschichte wird wahrscheinlich irgendwann sein, dass uns der Sprit ausgeht in Form von Anzugenergie. Aber da haben wir dann so viel Eisen schon zusammengesammelt, dass es geht. Kann man die Stahlplatten sonst einschmelzen für Eisenbahnen oder kann ich die ruhig verbauen, dass hier die Bodenplatten drin sind? Du kannst im Prinzip alles einschmelzen. Ich überleg bloß gerade, wir haben an den Dingern auch so viel Zeug dranhängen, an diesen, an unserem Raumschiff. Ich glaube, wir könnten da wirklich noch ein Buggy zusammenbekommen. Jetzt bau doch mal ein bisschen was ab sonst. Also ich montiere ja schon die ganze Zeit über. Demontiere da ja. Du musst auch mal mithelfen, ja. Ich helfe doch. Du kannst hier nicht immer nur die Ingenieurstätigkeiten übernehmen. Zwerge sind fürs Gruppe geschaffen. Das kannst du überall nachlesen. Ich will doch meinen Beitrag leisten. Das kannst du überall nachlesen. Jetzt schnapp dir eine Axt und mach mal. Ich will doch, aber Holz gibt's doch gar nicht, weil. Was, Holz? Du bist Minenkind. Du sollst ja, Metall abbauen. Du, also wenn das jemand kann, dann du irgendwie. Vielleicht findest du auch Gold im Schiff. In den ganzen elektronischen Dingskirchen ist bestimmt auch Gold mit bei. Bestimmt. Such mal, genau, das spornt dich doch jetzt an, oder nicht? Hier läuft doch immer schon der Sabber, oder nicht? Ja. So. Also in deiner Eigenschaft als Zwerg natürlich. Ja, selbstverständlich. Und wenn dir noch nicht läuft, denk an das Essen, was du gleich kriegst.
Oh, ich freue mich schon. Das wie ein Schnitzel du, Alter, im Sommer. Ah, Schnitzel. Ja. So. So. Und das confirm, so. Weißt du, ich sorge dafür gerade, dass unser Boden hübsch wird. Oh. Was denn? Oh. 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 Well. Hoffentlich rollt die Kiste nicht. Nee, da kommst du nicht durch mit. Weißt du so, das ist so, weißt du so, ich kenne das, ich kenne diese Masche. Es gibt genug Millionen Kerle, die sich zu Hause extra doof anstellen, damit sie bloß nie wieder Wäsche waschen müssen. Da kannst du jetzt doch so viel Scheiße in dem Schiff bauen. Du baust weiter ab, das wird schon gehen. Ja, ich helfe hier schon mit. Und keine 5 Sekunden später, oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun sollte. Ja. So, nein, vergiss es. Nee, ich habe da gerade ein Triebwerk versehentlich abgebaut. Wow, okay. Interne Säule und so Zeug. Ach du Schande, ey, da gibt's ja Millionen Sachen. Ich hab das abgebaut und dann ist es quasi, ist plötzlich eins dieser riesen Triebwerke abgefallen. Ich hab's da rollen sehen, ja. Ist und dann bist du so. Es ist aber nicht weit gekommen. Nee. Natürlich, das ganze Zeug, was wir alles brauchen, liegt da jetzt am Boden rum. Wow. Au, das hat voll geschmerzt. Diese Wölfe machen mich wahnsinnig, vor allem es sind echt viele. Inventory full, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ach, verdammt. Haben wir eigentlich mittlerweile Licht? Nee, ne? Viel Licht. Licht? Ja, ich hatte doch... Ich meine Tageslicht, Mach ja. Augen auf. Haben wir eigentlich mittlerweile Licht? Ist schon hell? Wie bist du denn drauf? Ja, hätte ja sein können, dass die Solarkollektoren schon ein bisschen was von der Stern, vom Stern quasi sammeln. Ja? Ach so. Ja. Alter Schwede, wir haben 1000 Motoren da drin. Du musst aber... Du müsstest... Nur die Schlepper immer noch. Du müsstest hier eigentlich mal die Bodenplatten aufwerten, bevor du da Sachen draufstellst. Ne? Nachträglich kommst du da schwierig ran an die Bodenplatten, kann das sein? Doch. Mit einem großen Schweißschiff kommst du rein. In die letzte Ritze. Hä? Wie Schweißschiff in die letzte Ritze rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Du kannst auch keine zwei Blöcke hintereinander, also wenn der eine Block den anderen versperrt, kannst du doch nicht mehr schweißen dann. Also aufwerten. Der Schweiß. Also der Schweißblock, also dieses Schweißschiff war sehr, sehr, von der Fläche her hat das Ding ordentlich was gekonnt. Also da kannst du wirklich ja, aber wir haben hier eine Basis, wir haben hier kein Raumschiff verschweißen kann, irgendwie so. Das meine ich damit. Hier. Ich sehe gerade, wie viel wir oben noch drin haben. Alter Schwede, warte mal. Eine längere Aktion, weil. Was? Wie viel, was, wovon, wo drin? Ich bin gerade im Rohstoffcontainer von unserem Schiff noch gewesen und da ist so viel drin. Unglaublich. Ist doch cool. Ja. Aber das Zeug muss halt auch erstmal weg. Ja, trag mal rüber, bevor ich es abbaue. Versehentlich. Das wäre ärgerlich. Ich kann ja gleich helfen. Ich bin hier. Ja gut, gleich. Selbst wenn du es abbauen würdest, würde es in einer riesen Explosion aus Material auf dem Boden liegen. Ja. Das ist ja gut. Ich glaube, das Einzige, was mal verloren ging in der frühen Version. Was? Ja, und in der frühen Version? Ja, was? Genau, hast einen Reaktor abgebaut, so einen ganz normalen Reaktor, und wenn da Uran drinnen... Das war ärgerlich, weil Uran halt echt so wertvoll ist. Mittendrin bist du im Satz mal weg. Wenn da in Uran drin, und dann kam nur noch, wäre merkwürdig. Wir fehlen immer 3-4 Wörter am Ende. Oh, das tut mir leid. Könnte am Discord liegen oder so, oder? Vielleicht. Meine Leitung nicht. Machst du Dauersenden oder bist du Sprachaktivierung oder sowas? Sprachaktivierung. Aber bin ich ja auch, ne? Ja, hab ich ja auch. Ja. Dann musst du einfach ein bisschen lauter werden. Das geht schon. Ich glaube, mag mich nicht. Ich verstehe auch ungefähr so den Zusammenhang. Ja. Ja. Ja, so langsam könnte die Sonne wirklich mal wieder aufgehen, ne? Ist schon ganz schön lange dunkel. Also, finde ich schon irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss zweimal ansetzen zum Schweißen hier. Von dem Block. Oh, ich habe die nächste Batterie gefunden. Warum bin ich denn tot? Was? Bin ich an der Tür gestorben? Hat mich die Tür zu Tode getrampelt?
Sekunde, ich habe hier einen Highlight-Button. Ich werde das mal eben ausprobieren. So. Krankenstation, Zwergtube. Ich lag tot vor der Tür hier. Guck mal da, ich sehe mich noch. Oh, warte ich. Nee, warte, Thumbnail. Nicht, was hast du gemacht? Nix, ich glaube, du bist despawned. Ja. Aber dein Rucksack ist noch voll, ne? Ja, das will ich hoffen. Ja, ja. Hä? Moment, ich habe alle Sachen gedoppelt jetzt. Ich kann mich zweimal looten. Okay. Ah, ich gehe wieder weg, das ist mir alles zu seltsam hier. Komisch. Also ich habe jetzt nochmal wieder ein Schleifgerät bekommen und noch ein Sturmgewehr und noch ein Handbohrer. Ist ja schön. Naja. Ist schon nett irgendwie. So. Nett? Ich bin gestorben. Ja, aber dass du alles doppelt bekommen hast. Ja, nett. Sei doch mal dankbar. Sei doch mal dankbar. Okay. So, aber wir sind für heute, fürchte ich, schon fast wieder am Ende. Oh ja, doch. Und wir müssen jetzt diese und nächste Folge auch mal ein bisschen auf die Zeit achten, weil du bist eigentlich zum Essen verabredet. Ja, aber genau. Es macht nichts. Ich habe gerade ein Feedback verloren, deswegen das werden wir in der nächsten Folge noch organisieren. Es ist noch da, grade, oder? Ja, es wollte da draußen gerade. Also ja, okay, das machen wir nächste Folge. Okay, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüssili.